Sanierungen, Finanzierungssicht von der WKW. Geschätzte Damen und Herren, mit einer geschickten Planung von Renovations- und Unterhaltsarbeiten kann man über mehrere Jahre Steuern sparen. Das haben wir bereits gehört im Teil von Matthias Hitta. Regelmäßige Unterhalts- und Renovationsarbeiten erhalten und respektive steigern den Wert der Liegenschaft. Ich zeige eben kurz und zeige auf, wie die Kantonalbank eben bei der Finanzierung unterstützen kann. Der Auftrag von der Walliser Kantonalbank steht darin, dass Dienstleistungen von der Universalbank angeboten werden, und zwar im Interesse der Kundenbedürfnisse. Wir wollen euren Beitrag zur positiven Entwicklung der Walliser Wirtschaft leisten. Eine aktive Finanzierungspolitik mit günstigen Zinsen soll der Eigenheimbesitzer dazu bewegen, zum Beispiel aufgestaute Renovationsarbeiten in Angriff zu nehmen. Davon profitiert direkt die Bauwirtschaft, und wir wissen, dass im Tourismus die zweitgrößte Arbeitgeber im Wallis ist die Bauwirtschaft. Mit diesen 79 Standorten stellen wir die Nähe zum Kunden sicher. Die Walliser Kantonalbank hat im letzten Jahr die Kundenausleihungen um 1 Milliarde steigern. Das ist sicher das Zeichen, dass wir vom rechten Weg sind, dass wir das Vertrauen der Kunden genießen und dass wir auch Produkte haben, die marktkonform sind. Ich stelle jetzt 2 Finanzierungsmöglichkeiten vor. Eins wäre der Renovationskredit von der Kantonalbank. Dieser Kredit kann nicht nur für Renovationen von Liegenschaften verwendet werden. Er kann für An- und Umbauten sowie Nutzungsänderungen von Liegenschaften eingesetzt werden. Eigenheim- und Ferienliegenschaften können zum attraktiven Zinssatz renoviert werden. Und zusätzlich wieder der Aspekt des Steuersparens, der doch sehr wichtig ist, kommen wir hier zum Tragen. Als zweites Produkt haben wir den Energiekredit. Da ging es um die Gebäudehülle, also die Isolation, aber heute schon gehört haben, ist ein wichtiger Faktor. Erfüllt ein Neubau oder eben ein renoviertes Gebäude den Energiestandard, so kann der Kunde ebenfalls von den gleichen Konditionen profitieren beim Renovationskredit. Dazu kommen noch die Gelder, die von den Subventionen geholt werden können. Vielleicht geht das Bild zum Energiekredit. Die Energieumbauten in der Schweiz oder Neubauten haben massiv seit dem Jahr 2005 zugenommen. Wir haben im 2008 2445 Neubauten, die nach dem Energiestandard gebaut worden sind, und 195 Renovationen. Merkmale vom Energiekredit und vom Renovationskredit. Die Walliser Kantonalbank gewährt bei beiden Krediten vorteilhafte Konditionen während der ersten 3 Jahre. Beim Festzinssatz 0,25% und bei der variablen Hypothek 0,5% Zinsreduktion. Kunden mit einem Eigenheim oder einem Feriendomizil können bis zu 250'000 Franken zu vorteilhaften Konditionen Kredit aufnehmen. Bei Mehrfamilienhäusern oder bei Gewerbeobjekten ist es so, dass die Limite 500'000 ist. Vielleicht eine kleine Rechnung, wenn man jetzt eine variable Hypothek hat mit 250'000 und 3 Jahren 0,5% weniger Zins muss zahlen, gäbe ich das ein Ersparnis von 3'750 Franken. Was aber vor allem interessant ist, ist Renovierung, das heisst Wert erhalten und Steuern sparen. Welche Renovationsarbeiten sind steuerwirksam? Wir sehen hier eine Auflistung von der Gebäudeaußenhülle. Also Renovation, Fassade, Aussenisolation, Fenster und so weiter. Die sind alle steuerwirksam. Auch im Gebäude innen, wie Malerarbeit, Isolationen, Bodenbelag, Installationen, Sanitär, Küche, Boiler und so weiter. Und auch in der Umgebung, wenn man da Investitionen tätigt, kann man Steuern sparen. Darum ist es wichtig, dass man geschickte Planung macht. Das heisst, dass man vielleicht die Renovationarbeit nicht alle in einem Jahr durchführt, sondern, wenn es irgendwie möglich ist, dass man die vielleicht über mehrere Jahre aufteilen kann. Und so könnte man natürlich auch interessant Steuern sparen. Als letzte Folie. Das aktuelle Zinsumfeld ist momentan äußerst günstig und somit sind Investitionen sicher sinnvoll. Die Walliser Kantonalbank bietet zurzeit einen Kredit an, eine Festhypothek über 3 Jahre ab 1,7%. Ich hoffe, dass ich mit meiner Ausführung das Interesse geweckt habe. Sicher sind noch viele Fragen im Raum, die wir jetzt im Moment nicht diskutieren können. Darum zögert nicht, wenn ihr Fragen habt, leitet die nächste Woche an. Wird die Gero beraten, ist ein Kundenberater, die den Gero unterstützen bei der Planung von der Verwirklichung von Evertrade, sind es finanziell wie auch steuertechnisch. Besten Dank.